Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den The Being Curve Adventskalender. Und wenn du, oder The Being Curve, weiß ich nicht. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Der Adventskalender ist gerade frisch aus Holland bei mir eingetroffen und er kostet 99 Euro, soll mega krasse Beauty-Produkte wieder mal beinhalten und ich finde das Design wunderschön. Der ist immer mal wieder ausverkauft, lasst euch davon nicht abschrecken, immer mal wieder ist er online, guckt regelmäßig einfach auf der Homepage vorbei, aktualisiert das Ganze und dann wird er auf einmal angezeigt. So ging es mir nämlich auch und ja, wir haben ein wunderschönes holographisches Design hier drauf, also je nachdem wie man das so dreht und wendet, ändert sich das durch die ganzen Lichter, die da drauf scheinen, ist es natürlich kunterbunt. Ja, passt natürlich auch, ne? Weil Bienenkorb heißt, glaube ich, auch Bienenkorb, wenn ich das richtig mir so selbst übersetzt habe im Kopf. Oder Beinkorb, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Das ist so peinlich. Ja, so sieht das schon mal ganz cool aus. Nicht wirklich weihnachtlich mit der Biene hier vorne drauf, aber passend zur Marke. Und wenn man den ausklappt, hat man hier einen wunderschönen holographischen Adventskalender. Ich finde den ziemlich cool vom Design her, weil man den extrem gut unisex weiterverwenden kann. Und ja, ich will nicht lange schnacken. Wir haben 25 Schubladen vor uns. Wir starten mit der Nummer 1. Ne, es sind keine Schubladen. Es sind einfach herausnehmbare Boxen, die hier einfach mit so einem Vieh sind. Ich dachte, es wären Schubladen, aber es ist praktisch, dass man das so rausnehmen kann. Die Party startet direkt mit einer krassen Marke und zwar Dr. Barbara Sturm, sehr beliebt im englischsprachigen Raum. Hier haben wir eine Face Cream mit drin und da sind 20 Milliliter drin enthalten. Ich habe davon entweder die Creme oder das Serum schon mal verwendet, weil die letztes Jahr, glaube ich, auch in dem Adventskalender drin waren. Sie ist ihr Geld jetzt nicht so überragend mäßig krass wert, aber sie ist nicht schlecht. Schauen wir mal, was die Nummer 2 zu bieten hat. Ist alles so eingepackt in schwarzem Papier und hier haben wir von Löwe oder Loewe 001, ich würde Löwe dazu sagen, Woman Eau de Parfum, ein Rollerball, 7,5 ml sind in diesem Parfum enthalten. Ja, The Being Curve ist ja normal, oder The Being Curve, The Being Curve, ist ja normalerweise eine, ja, Fashion, ein Fashion-Online-Shop, ne? Und die haben aber auch sehr, sehr hochwertige dekorative Kosmetik und Parfums bei sich im Online-Shop. Und hier haben wir dieses Parfum mit einem Holzdeckel. Wahnsinn. Ich bin kein Fan von diesen Rollerballs. Ich weiß aber, dass super viele darauf stehen, denn man kann sich das echt auch super angenehm unterwegs drauf machen, an den, einfach hier, ne? Handgelenken oder hinterm Ohr zum Beispiel. Da kommt der Duft dann halt noch ein bisschen intensiver hervor. Deswegen eine hochwertige Kiste. Selbstverständlich ist die Nummer 3 auch mit dabei. Oh, ist das niedlich. Von Real Techniques Mini Multitask, ein Pinsel für Blush und Bronzer. Und den kann man halt super für To-Go mit, also für To-Go verwenden, also für unterwegs, ne? Das passt halt super in der Handtasche rein. Oder halt, wenn man verreist, kann man den gut mitnehmen. Unweit davon befindet sich die recht schwere Nummer 4. Oh lala, das hatte ich auch schon mal da. Das ist von Rituals, das, wie heißt der Duft? Fleur de l'Himalaya, genau, 15 Milliliter haben wir hier drin enthalten und darüber wird sich sicherlich meine Schwiegermama in Spee sehr freuen, denn die ist ein mega Rituals-Fan. Ich mochte den Duft auch richtig gerne und kann ihn voll empfehlen, ganz toller blumiger Duft und ja, sehr, sehr angenehm. Ich finde, so langsam darf ein bisschen Schminke her und dann gucken wir mal, was sich in der Nummer 5 versteckt. Der Tag vor Nikolaus. Wir werden nicht enttäuscht. Laura Mercier gibt uns einen wunderschönen Lippenstift in der Farbe Dominate. Muss ich erwähnen, dass ich letztens die ganzen 3 Teile von 50 Shades of Grey nochmal angeschaut habe. Passt gerade ein bisschen, finde ich witzig. Das ist ein Lippi und hier sind drin 0,42 Gramm. Genau. Ja, klassisches Rot, kann man sich nicht beschweren, definitiv. Und Laura Mercier ist auch eine sehr, sehr coole Marke, finde ich. Ich habe zwar mal für ein holländisches Unternehmen gearbeitet, aber ich weiß nicht, ob die Nummer 6 bei denen auch wirklich Nikolaus bedeutet. Kann ich mich gerade nicht so wirklich dran erinnern. Sinterklaas ist das ja quasi, aber kommt ja auch am 6. Dezember. Er bringt uns auf jeden Fall von Memo Paris Irish Leather ein Parfum. Corrie Nomad, okay, wie viel Milliliter haben wir hier drin? Ein Eau de Parfum, 10 Milliliter haben wir hier mit dabei und das ist tatsächlich ein Sprühparfum. Das finde ich cool und ja, tatsächlich schon das dritte Parfum hier, ne? Das riecht wirklich eher herber, eher männlicher, würde ich sagen. Wahrscheinlich ein Unisex-Duft. Hier haben wir die Nummer 7 und die ist auch recht schwer. Mal gucken, was wir hier wieder drin haben werden. Also dieser Adventskalender macht mir bislang sehr viel Spaß.
Man entdeckt irgendwie gefühlt jedes Mal was anderes von Elia, also ist klar, aber so ein bisschen, ne, es ist schon abwechslungsreich. Von Elia Lip Wrap, eine Hydrating Mask, 10 Milliliter sind hier drin enthalten mit Hyaluronsäure und Papaya-Enzym und Salicornia. Okay, läuft. Ja, sowas kann man super verwenden, abends zum Beispiel. Ne? Wenn man ins Bett geht, da mache ich mir immer gerne so eine etwas krassere Geschichte auf die Lippen. Da habe ich aktuell von Clavoux was in Anwendung. Und das ist auch so ein sehr edles Pöttchen, was hier unten Glas dran hat. Schon cool. Wird die Nummer 8 machen, dass es noch mehr kracht? Also ich finde das schon ziemlich intensiv gerade, ne? Oh, selbstverständlich. Paula's Choice ist auch in diesem Adventskalender vertreten. Optimal Results Hydrating Cleanser. 30 Milliliter haben wir hier drin. Und das ist für normale bis trockene Haut ein Gesichtsreinigungsprodukt. Sehr, sehr interessant. Lohnt sich bestimmt, das mal auszuprobieren. Über die Nummer 9 dürfen wir uns sicherlich freuen. Die ist auch schon wieder relativ groß und fühlt sich auch nicht leicht an. Ein Trockenshampoo von Moroccan Oil Light Tones. Weiß ich nicht. Soft Silky Feel No Dole Residue. Keine Ahnung. 36 Gramm oder 62 Milliliter haben wir hier drin enthalten. Ich persönlich verwende kein Trockenshampoo. Bin ich einfach kein Fan von, aber sicherlich freut sich die ein oder andere darüber. Wie wird es nun mit der Nummer 10 weitergehen? Wir werden es sehen und schauen mal hinein. Oh, boah, die Schachteln werden gut ausgefüllt, Leute. The Ordinary, auch so ein klassisches Produkt, was wir in Adventskalendern einfach finden, beziehungsweise die Marke, ne? Die ist super gerne in Adventskalendern drin, wahrscheinlich, weil die auch so super von der Form her in diese ganzen Boxen reinpassen. Caffeine Solution 5% plus EGCG, frag mich nicht, was das ist, reduces appearance of eye contour pigmentation and of puffiness, also das ist für die Augen, 30 Milliliter, wow, ganz schön viel, also quasi ein Augenserum, das finde ich toll, das mag ich und das machst du dir dann, also ich persönlich würde mir das dann unter die reguläre Augencreme drunter machen. Und 30 Milliliter, da hast du aber lange deine Freude dran. Die erste Schnapszahl ist hier, die Nummer 11. Und da gucke ich mal rein, was sich hier drin verbirgt. Oh mein Gott, Atelier Rebull oder Atelier Rebull, ne? Istanbul, Eau de Cologne, Discover the Hidden Scents of Istanbul. Und hier haben wir drin 25 Milliliter. Das ist schon groß. Und das einfach mal hier so mittendrin. Finde ich toll. Also es war auch ein Bild abgebildet, ne? Oder ein Bild aufgeführt und auch der Inhalt war aufgeführt auf der Homepage, sodass man nicht die Katze im Sack kauft. Das finde ich ja echt nice. Schön sieht das aus. Einfach mal so ein, ich würde sagen, Full-Size-Parfum, oder? Ich bin gespannt, wie das riecht. Also ich würde sagen, dass es auch eher so eine Art Unisex-Duft ist, oder? Muss ich mir nochmal genau nachlesen, weil ich jetzt natürlich nicht einfach so alle Parfums behalten werde oder so. Da werde ich halt schon eine gewisse Vorauswahl treffen, weil so viele Adventskalender, wie ich auspacke, ich packe ja auch sehr viele und die werden dann verschenkt, verlost, wie auch immer. Die Nummer 12, die in diesem Fall nicht die Halbzeit darbieten wird, weil wir haben ja 25 Kläppchen. Yay! Ich glaube, das hatten wir letztes Jahr auch schon drin. Das habe ich nämlich, glaube ich, noch in meinem Backup drin und noch nicht verwendet. Beauty Resurfacing Compound, 10 Milliliter sind hier drin und das soll dir ein neues Gesicht geben. Es ist so eine Art Serum, also ich habe es auf jeden Fall bei meinen Seren stehen und das muss ich auf jeden Fall mal ausprobieren, denn ich glaube, das war gar nicht mal so günstig und ich fand das sehr, sehr interessant. Die Nummer 13 ist keine Pechzahl, glaube ich, denn die ist echt schwer und in dem Fall ist es tatsächlich auch die goldene Mitte des Adventskalenders. Pixi by Petra ist hier auch mal wieder vertreten. Vitamin C Tonic, also ein Toner. Ferulic Acid. Brightening Toner mit Vitamin C. 100 Milliliter haben wir hier drin. Ich liebe Toner. Die machen echt schöne Dinge fürs Gesicht. Die bereiten das Gesicht auf die nachfolgende Pflege vor. Und wenn meine Haut es verträgt, dann tun sie mir auch gut. Die Nummer 14 macht jetzt den weiteren Fortbestand. Und Leute, es macht so viel Spaß gerade, den Adventskalender auszupacken, weil man hier so viel entdecken kann. Und hier habe ich etwas für den Körper, und zwar ein Duschgel, Fury Pink Pepper Bath and Shower Gel von Molton Brown. Und da haben wir drin ganze 100 Milliliter. Das finde ich schön. Das finde ich echt schön. Einfach hier, ne, so ein schönes Duschgel mal mit reinzupacken, kann man gut gebrauchen. Mit der Nummer 15 darf es nun weitergehen. Ich vermisse mal wieder etwas dekorative Kosmetik, aber das sage ich immer mal wieder zwischendrin. Wobei man ja auch Parfums zu dekorativer Kosmetik zählen könnte. Hier haben wir eine MAC Mascara drin, die hatte ich letztens aufgebraucht. Die ist so gut. 12 Gramm von der In Extreme Dimensions 3D Black Lash Mascara.
Leute, das muss ich wirklich sagen, die ist total super. Die hat so ein langes Gummibürstchen, was auch ein bisschen dicker ist. Und die macht echt schöne Sachen mit den Wimpern. Das muss ich wirklich sagen. Eine ganz tolle Geschichte hatte ich letztes Jahr oder dieses Jahr in der Blissim-Box drin. Oder Birchbox war das, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch. Die ist wirklich toll und das ist also Wahnsinn. Einfach mal hier in der 15 mit dabei. Mein dekorativer Kosmetikhunger ist dann quasi kurzfristig gestillt. Fahren wir fort mit der überdimensional großen Nummer 16. Okay, Revitalash, Hallöchen Popöchen, 0,75 ml, ein Eyelash Conditioner. Den haben wir hier drin. Ja, hatten wir auch schon mal irgendwo mit dabei gehabt, habe ich ausprobiert, hat lang nicht so viel gemacht wie bei, also wie bei dem Grande Lash, was ich verwende. Ich verwende ja das Wimpernserum Grande Lash, das man bei Purish kaufen kann. Und mit dem Rabattcode ClaudiesWelt15 sparst du 15% bei Purish. Auf super viele Marken, halt auch auf Grande Cosmetics. Und das hat super duper viel bei mir gemacht. Ist natürlich ein Produkt, was Hormone beinhaltet, ne? Aber ihr seht es ja, es macht halt was mit meinen Wimpern. Deswegen, so geil dieses Produkt auch ist, ich hatte das schon mal in irgendeiner Box mit drin, hat bei mir leider nicht so den Wawawum-Effekt gegeben. Das heißt, das hier wird weiter wandern. Munter geht es weiter mit der Nummer 17. Okay, Estee Lauder New Fast Repair New Youth Generating Power. Okay, interessant. Advanced Night Repair ist das, dieses Serum mit 7 Millilitern. Habe ich in der Full Size noch da, habe ich noch nicht verwendet, muss ich aber mal verwenden. Ich hatte das auch meiner kleinen Größe da und da hat es mir eigentlich echt gut gefallen. Ist eine gute Geschichte als Serum fürs Gesicht, für abends und das macht halt auch wirklich was mit der Haut. Deswegen cooles Produkt. Auch wenn dieser Adventskalender bis zum 25. Dezember geht, ist das für uns der Start in die Weihnachtswoche, die Nummer 18. Geil, 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 geil. Hatte ich auch schon mal da. Barbour Cleansing, das Hü-Öl mit Phytoactive Hydro Base Rampampam 30 ml. Und das kann man mit noch so einem weiteren Produkt von Barbour mischen und dann hat man die ultimative Reinigung. Also mega cool, zwei Phasen Tiefenreinigung und ich, das ist total verrückt. Also wirklich ganz cool, dass das hier mit drin ist. Ich bin gerade ein bisschen baff. Ach Quatsch, wir haben hier das Hü-Öl mit 50 ml drin und dieses Phytoactive, genau, mit 30 ml und das vermischt man miteinander und dann bekommt man nämlich die ultimative Zwei-Phasen-Reinigung. Mega! Und das vermischt sich auf dem Gesicht irgendwie so, keine Ahnung, richtig geil. Die Nummer 19 habe ich jetzt hier und mal gucken, wie sie weitermachen wird hier nach diesem mega krassen Barbour-Vieh. Oh, die riecht. Oh, sowas hatten wir letztes Jahr auch mit drin. Eine Kerze ist das nämlich. Maison Francis Courdillan Paris Baccarat Rouge 540. Bougie Parfumé, eine Scented Candle, genau. 35 Gramm haben wir hier drin. Und letztes Jahr hatte ich die auch. Und diese kleine Mini-Kerze hat wirklich fast unsere komplette Etage. Und wir haben hier nicht wenig Quadratmeter. Wir sind hier dreistellig unterwegs. So dermaßen in einen geilen Duft gehüllt. Und die ist hier jetzt... Oh. Geil. Und das soll auch irgendwie eine ganz tolle Marke sein. Parfüm Francis Courdillan, keine Ahnung. Das ist irgendwas super krasses. Hatte ich letztes Jahr herausgefunden und gelesen auch. Boah, die riecht krass, ne? Also das ist tatsächlich ein Unisex-Duft. Also ich rieche da auch irgendwas Herbes mit raus. Irgendwie ein Stück weit Männerumkleide, aber trotzdem irgendwie so ein bisschen. Aber nachdem die alle geduscht haben und alles, ne? Die hauen ja immer ihr Deo raus, als gäbe es keinen Morgen mehr. Das riecht schon irgendwie geil. Also, boah, mega, 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 mega. Die Nummer 20 schließt hoffentlich auch an dieses Wohlgefühl von mir, was ich gerade drin habe, an. Hier haben wir Why Thick Hair Treatment Mask. Oh, eine Haarmaske. 30 ml haben wir hier drin enthalten. Ja, das ist relativ wenig. Reicht vielleicht bei mir für zwei Anwendungen, aber nicht jeder hat ja so, ne, lange Zotteln wie ich. Ja. Das ist eine reichhaltige, butterige Maske und die soll alles soft machen und smooth, also weich. Okay, weich und weich machen. Okay, läuft bei mir. Und das trockenes Haar wundervoll, gesund und hydratisiert sich anfühlen soll. Bin ich sehr gespannt. Riecht auf jeden Fall sehr angenehm. Das riecht nach Friseur. Oh, geil. Ich weiß, die MAC Mascara ist noch nicht lange her, aber vielleicht hat die Nummer 21 ja auch noch ein bisschen mehr dekorative Kosmetik zu bieten. Ah, noch nicht wirklich. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Hier haben wir eine
Creme de Coco von Kiehl's drin. 30 ml ist eine Körpercreme und ja, so schaut es aus. Interessante Marke und ne, kann ausprobiert werden. Rieche ich jetzt so aber nicht raus, wie es riechen soll. Schauen wir mal in die Nummer 22. Die ist relativ groß und sehr, sehr leicht. Da ist bestimmt dekorative Kosmetik drin. Ein bisschen Schminki oder eine Maske. Na, es ist eher eine Maske. Fühlt sich nach einer Augenmaske an. Und ich habe recht. 111 Skin. Harley Scent London. Celestial Black Diamond Eye Mask. Und das ist einfach, ja, so unsere Augenpatches. 6 ml sind hier drin. Und kann man auf jeden Fall gut gebrauchen, um sich auf Heiligabend vorzubereiten und ein bisschen wacher zu werden in diesem ganzen Weihnachtstrubelstress. Die Nummer 23 ist ja für uns der Tag vor Heiligabend. Ja, mal gucken, ne? Also in anderen Adventskalendern hat man hier irgendwas zum Baden, zum Relaxen drin oder Nagellack oder sowas. Hier haben wir eine Tube drin. We Are Paradox Repair 3-in-1 Conditioner Après Shampooing. Ja, Conditioner kann ich gut gebrauchen. Carrageen Moss for Silk-like Softness. 30 ml, also dann sollen sich die Haare wie Seide anfühlen. Das finde ich auf jeden Fall erstrebenswert. Für uns ist die Nummer 24 Heiligabend, ne? Aber es kommt ja nachher noch eine Nummer 25. Hier haben wir aber safe dekorative Kosmetik drin. Es ist eckig, es ist schmal, es ist bestimmt das, wo... Ja, es ist das Ambient Strobe Lightning Blush Gedönsen von Hourglass. Richtig geil. Also ist das nicht sogar eine Full Size? Ich guck mal, wie viel Gramm wir hier drin haben. 4,2 Gramm. Mal gucken. Iridescent Flash ist die Farbe. Irisierender Flash. Oh, ich mag die Hourglass-Produkte einfach richtig gerne. So hochwertig. Wow. Wow, wow, wow. Das ist wirklich beautiful, oder? Da beschwere ich mich doch nicht. Ein schöner Spiegel mit dabei. Wir haben hier, ich würde sagen, eine Full-Size. Krass. Aber dieser Adventskalender wäre nicht der The Being Corp Adventskalender, wenn es keine Nummer 25 gäbe, die im Übrigen auch schwarz ist und sich damit von allen anderen abhebt. Hier haben wir ein schwarzes Papier und irgendwas ist hier drin eingewickelt. Hallo Charlotte Tilbury, du auch hier. Color Chameleon Color Morphing Eyeshadow Pencil. Und hier haben wir 1,6 Gramm drin enthalten. Das ist so ein Lidschattenstift. Ich glaube, den habe ich schon da. Ist die Farbe Amber Haze. Also so ein Haselnuss. Nee, ich glaube, den habe ich nicht. Schaut so aus. Denn ich habe letztes Jahr auch die Charlotte Tilbury Beauty Chest ausgepackt. Hatte ich bis vor kurzem noch diesen, glaube ich, auf meinem Tisch stehen. Ich weiß aber nicht mehr, ob es genau diese Farbe war. Das muss ich nochmal genau herausfinden. Aber hammermäßig, ne? Charlotte am Ende. Das Beste kommt zum Schluss. Ich glaube, das einzig Treffende, was ich zu diesem Adventskalender sagen kann, ist wow. Mega geile Marken, geile Auswahl. Teilweise ein bisschen komisch gemischt, sage ich mal. Also am Anfang relativ viel Parfum. Das hätten die ein bisschen besser aufteilen können, dass es dann zum Ende hin, ne, ein bisschen besser verteilt ist. Relativ wenig dekorative Kosmetik. Wenn man aber die Parfums mit hinzuzieht, ist es doch gar nicht mal so wenig. Werttechnisch brauchen wir gar nicht drüber reden. Das ist der Hammer und ein geiler Deal. Also schaut auf jeden Fall immer wieder auf der Homepage vorbei. Ich habe euch den Link mal hier in die Infobox gepackt, worunter ich ihn gefunden habe. Und beziehungsweise wo, also den Link, der mir selber auch zugeschickt worden ist, ne, darunter habe ich ihn gefunden. Krasses Teil. Ich bin begeistert. Ihr Lieben, das war es jetzt hier von mir und dem The Being Co-op Adventskalender. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich echt von Herzen drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!